dass Sie meinem Mann helfen, Ansgar zu stürzen. Diesmal hat er mit Ihnen kooperiert, aber das wird nicht wieder vorkommen. Ihr Mann und ich, wir haben zwei Geheimnisse miteinander. Diese Entführung war doch inszeniert, um Clarissa zu schaden. Ich habe die Sache im Griff. Und dass Clarissa ihr Lebenswerk, ihre Firma zurückhaben will, dafür habe ich volles Verständnis. So, das war's dann wohl. Danke, dass du es so unkompliziert machst. Ich wollte ja Hagen nie wegnehmen. Du bist nicht der Grund für das Scheitern unserer Ehe. Dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the... Was denn? Was ist los? Danke. Danke für alles, was du für mich getan hast. Ohne dich hätte ich das wirklich nicht durchgestanden. Das wäre jetzt der Moment gewesen, wo du mich hättest küssen sollen. Chance verpasst. Aber vielleicht bringst du mich ja nach Hause. Nach der charmanten Aufforderung konnte ich dich unmöglich mit den Schillern nach Hause schicken. Nachher hätte ich dich noch geküsst. Oh, danke. Komm heute Abend zu mir zum Essen. Gerne. Also, dann bis später? Ja. Okay. Ich freue mich. Nico kann morgen leider nicht zu deinem Geburtstagsfrühstück kommen. Sie hat ein Shooting. Das ist aber schade. Aber am Abend werden doch alle vollständig sein. Kim, wie sieht's mit dir aus? Danke, aber ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe. Gibt's denn schon Neuigkeiten von der Partyfront? Unsere Familie feiert dieses Jahr 800-Jähriges. Und dass wir es geschafft haben, trotz zahlreicher Raubritter so zu tun, als wären wir gute Menschen. Vielleicht wär's ja ganz hilfreich, wenn du dich nicht für den Fahrdienst einteilen lässt. Vielleicht geht's diesmal ohne Tote ab. Hat aber jemand schlechte Laune? Vielleicht liegt's an der neuen Tischordnung? Entschuldigen Sie die Störung. Graf ein Telefonat für Sie, Gräfin Anstetten. Richten Sie Gräfin Anstetten aus, ich rufe zurück. Sehr wohl. Was denn, machen Sie sich etwa Sorgen, dass Ludwig mehr Lust auf eine andere Haarfarbe haben könnte? Aber nein, ich mag es nur nicht, wenn Menschen keine Manieren haben. Aber was rede ich? Sie wissen ja gar nicht, wie man das Wort Manieren überhaupt schreibt. Was passiert denn eigentlich auf dieser 800-Jahr-Feier? Oh, das kann ich dir sagen. Wir feiern, dass Ludwig uns in eine strahlende Zukunft führen wird. Beziehungsweise
Wir schwelgen eher in der trügerischen Hoffnung, dass ein zweiter Versuch nicht genauso jämmerlich in die Hose geht wie der erste. Du, vielleicht war es doch keine so gute Idee, diese Clarissa hier anzuschleppen. Ohne sie wärst du als Gremiumsvorsitzender nicht rausgeflogen. Ich bin nicht rausgeflogen, ich bin zurückgetreten. Da du offensichtlich nicht ausgelastet bist, könntest du doch die Organisation der Festlichkeit übernehmen. Oh, du meinst Zeremonienmeister für Ritterspiele und Sackhüpfen? Vergiss es. Das war keine Frage, Ansgar. Wir können das gerne im Gremium abstimmen. Überspann den Bogen nicht. Alter Mann. Bogenschießen, das ist eine gute Idee. Ich wusste doch, dass er ein guter Mann für den Job ist. Ja, okay. Danke. Wen muss man hier mit der Kettensäge bedrohen, um einen Termin mit der schönen Frau Wolf zu bekommen? Thomas, hast du mir was mitgebracht? Zeig mal. Oh, Sushi. Seit wann kannst du denn Gedanken lesen? Du, ich muss dir was beichten. Ich bin verheiratet. Was? Oh. Hätte ich die Kettensäge doch mitbringen sollen. Oh, vorsichtig, du, der kann schießen. Ja? Und zwar richtig gut. Kann er denn auch tanzen? Tango? Haben Sie die Hotelreservierung für Paris gesehen? Die muss aus dem Drucker gekommen sein. Wieso? Wer fliegt denn da jetzt schon wieder hin? Tanja. Aber die war doch... War sie nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls will sie jetzt ihren Trip nachholen. Also, hier bei meinen Unterlagen ist überhaupt nichts. Nee, das kann doch gar nicht sein. Die muss hier sein. Na, wie auch immer. Ich muss wieder los. Wir sitzen aus heute Abend. Im Schneiders. Und danach. Wer könnte das Angebot schon ausschlagen? Sehr gut. Ach, und dein Mann? Wer? Muss Liebe im Alter schön sein. Neidisch, Frau Stiel? Bisschen schwer, was? Versuch's doch mal mit der Hälfte. Justus! Sind das Ihre? Oh, ich bewundere Sie. Also, ich komme ja gar nicht mehr dazu, Sport zu treiben. Ja, weshalb ich eigentlich gekommen bin, ist für morgen Abend alles vorbereitet? Also, die Trüffel sind schon angeliefert. Und den Fassaden bereite ich jetzt vor. Sehr schön. Herr Lorenz, Blumendekoration auch in Ordnung? Gemacht, ja. Sehr gut. Und ich hole nachher die Geburtstagstorte. Ich muss ohnehin noch in die Stadt eine weitere Einladung abgeben. Ihr Mann hat sich kurzfristig entschieden, noch einen weiteren Gast zu laden. Ach, das hat er mir gar nicht erzählt. Wen denn? Ach, ich glaube, es handelt sich um, es handelt sich um Gräfin Anstetten. Ja. Gräfin. Warum du dich so aufregst. Ich reg mich nicht auf. Wenn ich mich aufrege, das sieht anders aus. Ohne Clarissas Mithilfe hätten wir Ansgar nie so schnell davon überzeugen können, den Vorsitz im Gremium aufzugeben. Das ist noch lange kein Grund, sie gleich in den engsten Kreis der Freunde und Familie einzuladen. Es geht um meinen Geburtstag. Ich will keinen Streit. Damit ist das Thema für mich erledigt, okay? Hallo, Ludwig. Ach. Charlie, waren wir verabredet? Ja, zum Tee. Du siehst so aus, als könntest du jemanden erwürgen. Ja, Clarissa. Oh. Sie hat Ludwig geholfen, Ansgar zu entmachen. Aber das ist noch lange kein Grund, sie gleich zum Geburtstag einzuladen, ohne vorher mit mir darüber zu reden. Königsbrunn ist ein schönes Schloss. Dein Mann ist reich und mächtig. Wenn du meinen Rat willst, wehret den Anfängen. Ach, Charlie, komm, ich bitte dich. Clarissa kann ein Magnet sein. Das war früher so und ist es heute noch. Das sind genau die Voraussetzungen, die ihren Jagdinstinkt wecken. Und glaub mir, ich kenne sie. Naja, jetzt mach dich nicht verrückt. Vielleicht hat sie ja wichtige Termine und ist gar nicht in Düsseldorf.
Nun, vielleicht. Okay, Dana, du greifst sie jetzt an. Und Marlene, du versuchst dich einfach zu verteidigen, okay? Und denk daran, du bist ein Baum. Und deine Wurzeln reichen bis in den Mittelpunkt der Erde, okay? Los. Baby, don't you know that you look so fine? No. But no. I don't know. Oh, au! Nein, nein, lass los! Au! Lass los, bitte! Oh. Lene, wie lautet die sechste Regel? Christian, vielleicht sollten wir einfach nicht. Wie lautet die sechste Regel, Marlene? Es geht nur darum, den Geist zu befreien. Ja, genau, aber dafür musst du dich konzentrieren. Also, wo bist du mit deinen Gedanken? Christian, vielleicht sollten wir wirklich. Dana! Lässt du uns bitte mal für eine Minute alleine? Marlene, willst du das hier wirklich? Oder ist das Ganze nur ein Versuch, an den du selber überhaupt nicht glaubst? Weil dann vergeuden wir unsere Zeit. Antworte mir bitte. Lass das. Was willst du? Ich will lernen, mich selbst zu verteidigen. Okay. Und was noch? Ich will endlich wieder frei sein. Sehr gut. Und was darfst du dafür nicht haben? Angst. Ich will nie wieder Angst haben. Okay. Nochmal. Frau Wolf, auf Sie wartet eine faszinierende neue Herausforderung. Worum geht's denn? Die Familie Lahnstein feiert in diesem Jahr ihr 800-jähriges Bestehen. Und Sie werden Planung und Organisation der Festlichkeiten übernehmen. Das klingt doch ganz spannend. Da fällt mir sicher einiges ein. Das freut mich. Dann fangen Sie doch vielleicht als erstes mal mit einer Recherche zur Familiengeschichte an. Morgen früh erwarte ich dann die ersten Ergebnisse. Morgen früh? Über 800 Jahre Familienhistorie? Ist an der Aufgabenstellung irgendwas unklar? Also können wir die Abgabe vielleicht verschieben. Ich habe heute Abend schon was Wichtiges vor, mein Mann. Dem werden Sie wohl absagen müssen. Wissen Sie, ich bin jetzt der wichtigste Mann in Ihrem Leben. Und die 800-Jahr-Feier, Ihr wichtigster Termin. Natürlich, wenn das so wichtig für Sie ist. Ja, noch wichtiger für mich wäre allerdings, dass Sie mir zum geplanten Zeitpunkt der Festivitäten einen Flug nach Singapur buchen. Damit ich von diesem Schwachsinn möglichst wenig mitkriege. Auf deine Solokarriere. Mein Vater hat übrigens morgen Geburtstag. Hast du vielleicht Lust, für ihn zu singen? Du bist der Star von Lahnstein Entertainment. Und streng genommen ist er sogar dein Chef. Ja, du kannst diesen armen Haufen da richtig aufwerten mit deiner Gesellschaft. Glaub mir. Du kannst es ja noch mal überlegen. Nimm doch bitte Platz. Danke. Dann schauen wir doch mal, ob sich Frau Linse wieder selbst übertroffen hat. Frau Linse, du glaubst gar nicht, wie ich die vermisse. Denkst du, sie würde mich heiraten, wenn ich sie ganz nett frage? Vergiss es, bevor du sie mir wegschnappst, heirate ich sie selbst. Bevor ich's vergesse, ich bin dann noch über eine Kleinigkeit gestolpert. Vielleicht eine kleine Inspiration für deinen Liederabend. Ich hab's gehört und musste gleich an dich denken. Tanzt du mit mir? Darf ich bitten? Macht nichts. Dann verschieben wir das eben. Es tut mir wirklich leid. Aber bis morgen früh muss ich mich noch durch
Naja, mittlerweile sind es nur noch 500 Jahre Familiengeschichte fühlen. Hattest du nicht mal erzählt, dass du immer eine 5 in Geschichte hast? Ich habe 3 Kreuze gemacht, als es endlich vorbei war. Mein Gott, wie ich das gehasst habe. Ja, dann frohes Schaffen, Frau Wolf. Herr Wolf. Ja, schönen Feierabend. Na toll, der kann gehen und ich muss mir hier die Nacht mit seiner Familie um die Ohren schlagen. Wenn du willst, mache ich dem Fatzke klar, dass Leibeigene schon vor langer Zeit abgeschafft worden sind. Die neue Stelle ist eine Riesenchance für dich. Wir holen das nach. Danke. Ich mach da mal weiter, ja? Vielleicht kannst du ja auf die Weise dein Geschichtstrauma verarbeiten. Tschüss. Tschüss. Komisch. Die Familiengeschichte reißt einfach mittendrin ab. Im 17. Jahrhundert gibt es für ein paar Jahrzehnte überhaupt nichts über die Lahnsteins. Vielleicht hast du was übersehen? Es ist fast so, als wenn jemand den Familiennamen auslöschen wollte. Sagtest du, im 17. Jahrhundert? Ja, erste Hälfte. Ich glaube, ich habe da was entdeckt. Im Wald. Ja klar, im Wald. Und da willst du mit mir hin, ja? Im Dunkeln. Das Dokument lässt sich nicht öffnen. Sie kommen jetzt sofort hierher und lösen mein Problem. Sonst haben Sie eins. Schon kompliziert, diese moderne Technik. Wenn man so viel verpasst hat. Sprechen Sie nur, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Ist das nicht meine Post? Jetzt dürfen Sie sprechen. Entschuldigung, aber ich bin die Assistentin von Gräfin Lahnstein und somit nur für Ihre Post zuständig. Wenn Sie sich weiter so unverschämt aufführen, hat es sich für Sie bald ausassistiert. Das kostet mich nur einen Anruf in der Personalabteilung. Geht doch. Frau von Anstetten. Oh, hallo. Hallo. Ja, ich war gerade in der Nähe. Da wollte ich mal schauen, wie Sie sich eingelebt haben. Wie nett. Schließlich sind wir ja jetzt alle eine große Firmenfamilie. Kaffee? Oh, nein, danke. Ich will Sie auch gar nicht lange aufhalten. Sie haben sicher noch sehr viel zu tun vor Ihrer Abreise. Abreise? Ja, fliegen Sie morgen gar nicht nach Paris. Ich dachte, Tanja ist dort. Paris? Ja, natürlich. Das hätte mich auch sehr gewundert. Also, wenn ich Tanja richtig verstanden habe, dann ist das ein sehr wichtiger Abschluss für Linie CL. Richtig. Ach, ich habe ja noch 1000 Dinge zu erledigen. Das mit dem Kaffee, das holen wir unbedingt nach. Aber Sie entschuldigen mich. Ja. Herr Pfeiffer? Gute Reise. Und du hast Christian einfach umgehauen? Ja. Leg dich mal besser nicht mit mir an. Würde ich niemals tun. Aber nicht, dass mir Lily Rose nachher den Kranich auf der Bühne macht. Nein, der Kranich ist was für Fortgeschrittene. Wir machen noch so den Baum, du weißt schon, so von wegen Wurzeln bis tief in die Erde und so. Klingt sehr bildhaft. Allerdings, ich sag nur, befrei deinen Geist und stell dich deiner Angst. Hast du Angst? Nicht, wenn ich mit dir zusammen bin. Das sagst du jetzt seit einer halben Stunde. Ich bin wirklich gespannt, was da auf mich wartet. Ich verstehe das nicht. Es war doch hier. Ja, da haben wir uns verlaufen. Ich verlaufe nicht im Wald und schon gar nicht in meinem eigenen. Also ich kenne hier mittlerweile wirklich jeden Busch, glaube ich. Wir sind hier einem bedeutenden historischen Fund auf der Spur. Ah. Da kommt es doch auf 5 Minuten mehr oder weniger nicht drauf an. Also wenn du mich früher unter einem Vorwand in den Wald geschleppt hast, ja, dann hast du zumindest... Echt? Ja.
So was haben wir gemacht? Ja. Und du bist sicher, dass ich das war? Das warst du, ja. Ein Versuch noch, bitte. Ach komm, Thomas, ich will... Lass uns mal da drüben gucken. Wo, da? Sag schon, hier? Muss doch hier irgendwo sein, ja, hier. Weißt du, stopp. Da ist es. Ein Stein? Geh mal weg. Ein Stein. Aber was für ein Stein? Aus dem 17. Jahrhundert. Den habe ich neulich durch Zufall entdeckt. Es ist schon schrecklich, wenn einem die eigene Frau misstraut. Also ich dachte, dein Interesse, mich hier nachts in den Wald zu schleppen, das wäre zumindest romantischer Natur. Alles, was ich mit dir mache, ist romantischer Natur. Dann lass uns doch mal gucken, was auf dem Stein steht. Vielleicht hilft dir das ja bei deinen Recherchen. Mein Gott, das darf Ansgar ja nie lesen. Der wird ja größenwahnsinnig. Geschluckt? Ja. Und das war ganz leicht. Dann fliegt sie also jetzt nach Paris. Sag mal, so ein schlechtes Gewissen? Das ist doch Unsinn. Es ist schließlich Clarissas Entscheidung, was ihr wichtiger ist. Ludwigs Geburtstag oder aber für Tanja das Haar in der Suppe zu sein. Naja, nicht so ganz. Du hast ihre Einladung geklaut? Ja. Die lag da so rum, ungeöffnet. Und du hast sie einfach eingesteckt. Ich konnte nicht widerstehen. Vielleicht sollte ich sie wieder zurückschicken. Oh, untersteh dich. Schlechtes Gewissen. Wir reden hier über Clarissa. Die weiß gar nicht, was ein Gewissen ist, schon gar nicht ein schlechtes. Du hast es ganz richtig gemacht. Bestimmt durchwühlt sie gerade Tanjas Sachen, um rauszufinden, was sie vorhat. Fabrizio Novelli. Hätte ich mir auch denken können. Was machen Sie da? Ach, gut, dass Sie kommen. Ich muss etwas mit Tanja besprechen. Bis wann ist sie erreichbar? Sie schnüffeln. Was? Sie haben gerade den Schreibtisch meiner Chefin durchsucht. Ich habe eine Telefonnummer gesucht. Sie waren ja beschäftigt mit was auch immer. Mit, was weiß ich, Nägelfeilen, Zeitschriftenblättern. Ich bin eine wichtige Stütze für Gräfin Lahnstein und ich nehme meine Aufgaben sehr ernst. Wissen Sie, was die wichtigste Eigenschaft einer Assistentin ist? Diskretion. Sagen Sie mir, wann Tanjas Flug geht. Nein. Habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt? Es kostet mich nur... Einen Anruf bei der Personalabteilung. Ich glaube nicht, dass Sie mich entlassen. Was sollte mich daran hindern? Wenn Sie es könnten, hätten Sie es längst getan. Sie und Tanja können sich nicht ausstehen. Das sieht ja selbst ein Blender. Und egal, was Sie jetzt entscheiden, Tanja will das Gegenteil. Ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Feierabend. Pfeiffer? Ich brauche einen Flug nach Paris. Die erste Maschine morgen früh. Recherche für Ansgar. Was ist denn das? Ein Gedenkstein. Habe ich neulich im Wald entdeckt. Mhm. Gleich morgen früh rufe ich Ihre Mutter an. Ich will ja auch, dass die Kleine hier bleibt. Aber Kerstin ist Ihre Mutter und Ihre Tochter liegt im Krankenhaus. Und sie ist unsere Enkelin. Wir haben ein Recht darauf, sie näher kennenzulernen. Hat es Sinn, mit dir darüber zu debattieren? Nur wenn du verlieren willst. Und das geht erstaunlich vielen Menschen so. Infos über unseren Pariser Vertriebspartner. Ich habe morgen einen Termin mit ihm, vor Tanja. Dieser Indianerkrieg mit Tanja.
Wird er nicht langsam langweilig? Nee. Ach, hätte ich fast vergessen. Ich hätte nicht gedacht, dass du dir Ludwig von Lahnsteins Geburtstagsfeier entgehen lässt. Er hat morgen Geburtstag? Es ist bald Mitternacht. Und ich hatte gehofft, dass du mit mir anstößt. Danke, Justus. Letztes Jahr um diese Zeit hätte ich nicht darauf gewettet, dass ich diesen Geburtstag noch mal feiern darf. Ja, daran darf ich gar nicht mehr denken. Aber diese Ungewissheit ist ja vorbei. Du hast die Krankheit besiegt. Ja, aber es ist ganz gut, sich mal daran zu erinnern, wie schnell alles vorbei sein kann. Was wirklich zählt. Hagens Rückkehr. Dass wir wieder eine Familie sind. Und du. Wenn ich auch nicht immer deinen Rat befolge, aber ich bin sehr glücklich, dass du bei mir bist. Wir machen alle Fehler. Ich auch. Du bist mein Kompass. Hier. Wenn ich manchmal nicht weiß, was richtig oder nicht richtig ist, schaue ich zu dir und dann weiß ich es wieder. Ludwig, was Gräfin Anstetten angeht. Ich weiß, es war ein Fehler, sie einzuladen. Sie gehört nicht zu unserem Freundeskreis. Ja. Wie ich sie verstanden habe, hat sie ohnehin keine Zeit. Ja, dann müssen wir eben ohne Gräfin Anstetten feiern. Weißt du, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben? Quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up. Mitternacht. Herzlichen Glückwunsch und auf viele weitere gemeinsame Jahre. Ich bin sehr glücklich mit dir. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby. Ich hab doch gesagt, zieh Gummistiefel an. Das müsste ich alles gar nicht, wenn du mich einfach auf der Couch hättest sitzen lassen. Schön mit einem Whisky, einer Zigarre. Ja, und am besten noch eine Decke über den Knien. Jetzt komm schon, so alt bist du auch wieder nicht. Immer wieder schön mit dir. Hier ist es. Oh, toll. Ein vermoderter Stein. Das ist wenigstens der Eingang zum Bernsteinzimmer. Was für ein Zimmer? Wir müssen dringend was in deiner Bildung tun. Jetzt lies doch mal. Ansgar Graf Lahnstein. 1597 bis 1670. Es war ein Held geboren, eins in dem deutschen Land, Graf Ansgar. Unser Streiter, der Ewigkeit bekannt. Mhm. Das eigene Schloss genommen, hier von des Feindes Macht. Ist er zurückgekommen und hat gar Prächtiges vollbracht. Mhm. Ich weiß gar nicht, dass ich unter den Vorfahren Namensvetter habe. Das muss ein ziemlich cooler Typ gewesen sein. Hat immerhin während des 30-jährigen Kriegs gelebt. Wenn der im Krieg hier Graf war, dann hat er es auch nicht leicht gehabt. Kim, ich weiß das wirklich zu schätzen, aber weißt du, mit Ludwig und seiner Mischpoke werde ich schon fertig. Ja, aber ich weiß, dass es dir schon mal besser ging. Also, hör auf zu jammern und nimm dir ein Beispiel an dem da. Ja, entzückend. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie es ist, wenn ich irgendwann mal alt und gebrechlich bin. Trotzdem danke, dass du mich hergebracht hast. Gerne. Komm. Mir so leid. Dafür gibt es
überhaupt keinen Grund. Ich habe wirklich gedacht, ich bin drüber weg, aber... Gott, ich kann mich selbst nicht mehr ertragen. Ich bin so schwach und so irrational. Ich will so nicht sein. Ich will einfach nur mein Leben zurück. Wir haben darüber geredet. Ich wollte diese Therapeutin anrufen, aber allein der Gedanke daran, dass ich darüber sprechen muss, ich krieg einfach keine Luft. Marlene, schlimmer als jetzt kann es überhaupt nicht mehr werden. Panikattacken, Erinnerungen, die dich aus heiterem Himmel überfallen, so etwas kann niemand alleine schaffen. Es ist keine Schande, Hilfe anzunehmen. Und bei mir bist du in bester Gesellschaft. Ich habe selbst auf der Couch gelegen. Ich habe gedacht, wenn ich es nur genug will, dann klappt das. Dann kann ich das alles hinter mir lassen. Ja! Mann! Muss Ihre Frau? Ihnen auch einen guten Morgen. Welcher Volltrottel klingelt denn heute Herr von Lanstein, was für eine Überraschung. Ziehen Sie sich an, wir fahren ins Büro. Was? Ja, es gibt Arbeit. Wie bitte? Ich Kim hat mir alles über diesen Stein erzählt, den Sie im Wald gefunden haben. Und jetzt will ich, dass Sie alles über Ansgar den Ersten rausfinden. Ansgar, der... Den Ansgar, der im 30-jährigen Krieg gelebt, sein Schloss verloren und zurückerobert hat. Okay, aber ich verstehe nicht ganz, wie... Das müssen Sie auch gar nicht. Deswegen bin ich auch Chef und Sie die Assistentin, okay? Ach ja, diesen Urlaub in Singapur, den können Sie stornieren. Wie, dann nehmen Sie also doch an der 800-Jahr-Feier teil? Ja, selbstverständlich, das lassen wir doch nicht entgehen. Aber Sie haben bis da noch eine Menge Arbeit, Frau Wolf. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das mal sage zu Ihnen. Aber das mit dem Stein... Das haben Sie gut gemacht. Ich bin Ihnen richtig dankbar. Jetzt weiß ich, woher das Wort Morgengrauen kommt. Okay, ich gehe dann mal ins Bad. Von uns allen, Vater. Danke. Also, ich wünschte, ich würde wirklich so gut aussehen. Also, ich finde, in echt siehst du tausendmal besser aus. Und ich sollte öfter Geburtstag haben. Ich liebe Komplimente. Setzt euch doch. Gewöhn dich nicht so sehr daran, morgen ist es wieder vorbei. Was ist denn das? Die Uhr meines Großvaters. Justus hat sie beim Entrümpeln auf dem Dachboden gefunden. Ich habe sie reparieren lassen. Du wolltest ja eigentlich keine Geschenke. Ich weiß noch, wie fasziniert ich als Kind von dieser Uhr war. Ach, danke, mein Schatz. Entschuldigung, Graf Lahnstein? Ja. Besuch für Sie. Gräfin Anstetten. Ach. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, wir... Ein kleines Geburtstagsfrühstück. Eigentlich brauche ich nur eine Unterschrift, aber ich komme ein andermal wieder. Nein. Leisten Sie uns doch Gesellschaft. Ja, ich weiß nicht. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wenn ich das gewusst hätte, jetzt komme ich mit leeren Händen. Aber ich habe Ihnen doch eine Einladung für heute Abend geschickt. Tatsächlich? Oh, dann muss die wohl in der Post verloren gegangen sein. Ja, sowas geht häufiger verloren. Aber jetzt wissen Sie ja Bescheid. Ja, jetzt weiß ich Bescheid. So alt ist mir eine Nacht auf der Couch, was an Abend könnte, bin ich auch noch nicht. Sieht man. Ich werde Vater mal zum Geburtstag gratulieren. Kein Problem. Bis dann. Danke. Für alles. Guten Tag, hier spricht Marlene von Lahnstein. Ich würde gerne eine Therapie bei Ihnen beginnen. Wer
Wenn Sie noch ein paar Kleinigkeiten für Ihr neues Zuhause suchen, dann kann ich Ihnen den Laden auf der Köh nur empfehlen. Wie nett, dass Sie mich herumführen, wo ich doch so überfallartig hier eingedrungen bin. Ach, schön, dass ich mir die Vase auch noch ansehen darf. So, jetzt machen wir mal Schluss mit dem Theater. Wir sind unter uns. Ja, ich bin immer für Offenheit. Wir beide wissen, dass Sie von Ludwigs Geburtstag nicht halb so überrascht sind, wie Sie gerade vorgeben. Und wir beide wissen auch, was mit der Einladung passiert ist. Dass Sie zu solchen Mitteln greifen, das haben Sie doch gar nicht nötig. Ich werde leicht unterschätzt. Das kann von Vorteil sein. Was sagt denn Ihr Mann dazu? Ach so, ja, er weiß das ja gar nicht. Er wäre bestimmt schockiert, zu erfahren, wie leicht es seiner Frau fällt, ihn anzulügen. Das ist eine Angelegenheit zwischen Ihnen und mir. Es ist das. Ich dachte, er steckt mittendrin. Dass Sie es geschafft haben, sich in der Firma einzunisten, ist eine Sache. Aber ich werde nicht zulassen, dass Sie sich auch noch in meiner Familie breit machen. Ihre Familie? Meine Familie, ja. Und ich warne Sie. Ich hätte Sie für klüger gehalten. Mit mir legt man sich nicht an. Genießen Sie Ihre Zeit als Schlossherrin, Frau Brandner. Diese Zeit kann schnell vorbei sein.